Und damit willkommen zu der Rettungsaktion in Empyrean Galactic Survival. Der Corti, der hat sich... Genau, ihr hört ihn schon, ja? Hilfe! Hilf mir, Mario! Bowser hat mich entführt. Also Schildkröten sehe ich jetzt keine. So, sind nur noch 400 Meter, die ich jetzt zu laufen habe. Hilfe! Aber bei dieser männlichen Stimme, mal ganz im Ernst, kann man da widerstehen? Ja, kann man. Ich bin doch schon auf dem Weg. Oh, meine Ausdauer ist leider. Ja. Tut mir leid, du musst dich jetzt noch eine Stunde gedulden. Hilfe! Ich glaube, ich sehe da auch das Riesenloch. Ah, ne, das ist auf der anderen Seite des Berges, oder? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Ja, du bist noch ein Stückchen weg. Aber wie der es auch immer schafft, ne? Der bringt sich immer in irgendwelche chaotischen Sachen und deswegen müssen wir jedes Mal neu anfangen. Immer ist der Corti schuld. Klar. Wer hat gesagt, flieg nicht so dicht dran? Das geht noch, das geht noch. Puff, puff, puff. Mhm. Willst du wirklich das jetzt stürmen? Komm, das stürmen wir jetzt. Ja, klar. Jetzt bin ich's immer. Ihr denkst, ich? Hilfe. Was denn? Du wirst schon nicht sterben. Würde mich jetzt jedenfalls wundern. Bisschen was zu essen einsammeln, weil nämlich mein Essensmangel auch langsam steigt. Ja, ich bin doch schon auf dem Weg. Hallo? Ein alter Mann ist kein D-Zug, ja? Du weißt, ich bin 33 Jahre alt. Och Gott, die Verjächende. Ja? Die dreieinhalb Jahre, zweieinhalb. Normalerweise verstehen sich Widder und Löwen gar nicht. Möchte ich nur noch mal erwähnen, ne? Hä? Du Widder, ich Löwe. Und? Geht nicht gut normalerweise. Dafür hast du Löwenmähne, also. Und stolz drauf. Und rasier dich. So, habe ich aber auch schon in den Kommentar geschrieben. Moment. Das ist jetzt ernsthaft? Oh, schön. Rettungsaktion gelungen. Yay, danke. Und jetzt zurück. Sorry, Troplay, but the princess is in another hole. Hast du Verdampferladungen dabei? Ja. Warum fragst du? Wir brauchen noch Kobalt. Ja, hast du das schon gefunden? Nee, deswegen wäre ich ja weitergerannt. Damit du dem nächsten Loch stinken bleibst, oder was? Ja. Wo bist du? Geh ich halt jetzt ins Kraftwerk. Hallo, erstmal würde ich jetzt sagen, kommst du jetzt zurück? Ja, gibst du mir was, damit ich weiter ausbauen kann? Warte mal, wo bist du dann? Ich bin auch hier bei dir. Hier, dann komm her. Ablegen, nicht vernichten. Genau. Eisenerz, gut. Dann tauschen wir halt. Statt dass er sich das für seine Folge aufhebt. Naja, ups, jetzt läufe ich beinahe schon dahin. Dabei ist da unsere Basis. Aber ich muss sagen, also es entwickelt sich immer schöner, aber hier fehlen halt sowas wie Bäume, oder? Gibt's bestimmt auf anderen Planeten. Obwohl, eigentlich würde es hier schon reinpassen, ja. Ja, ich wollte es gerade sagen, also so viel Grün, wie du hier hast, hier würde so ein Baum oder so mal zwischendurch richtig gut reinpassen. Aber nein, dafür gibt es noch Sträucher, ne? Ja. Ich meine, hier gibt es Aloe Vera und Tomaten, hallo? Aber keine Bäume. Okay, sind wir mal ehrlich, ja. Wenn jetzt hier noch Bäume wären, Aber hey, auf diesem Planeten gibt es keine Skorpione. Aber Drohnen. Hast du schon wieder eine gesehen? Aha, du hast wieder die MS Titan entdeckt. Mhm. Also wenn wir gleich hören, dass da Drohnen irgendwie, ja, Corti töten, dann wissen wir Bescheid.
kann jetzt erstmal zwischendurch wieder was essen hier. Ich habe ja ein paar Corn Dogs gesammelt. Oh, wie viel hält die dann aus, verdammt? Okay, er kämpft schon mit einer Drohne. Oh, da ist dein Kobalt. Da haben wir es doch. Oh yeah, Loot. Alter, und die haben Flammenwerfer. Wack, hey, wack, wack, wow. Waren nur Serverruckler und waren doch Raketen. Achso. Das Flammenwerfer klang viel drastischer. So. Dann helfe ich jetzt gleich auch mal dem Korti. Kupfererzlager. Jetzt geht's ja ab. So, wo war jetzt das Kobalt? Und da drüben auf der ganz anderen Seite. Ja, aber ich komme jetzt trotzdem erstmal zu dir. Warum? Ich lagere jetzt hier gerade alles zwischen. Und komme dann zu dir, weil ich jetzt gerade Lust dazu habe. Ja, ich habe doch hier eine Folge. To go alone, take this. Okay, liebe Leute, dazu muss man jetzt nichts weiter sagen, oder? Kennst du nicht, ne? So, dat haben wir. So, datte, ditte. Halt, ditte? Das Zerlegeding kann ich eigentlich mitnehmen. Zum Reparieren. Ja, wenigstens gibt's gut Loot. Dann kann ich nämlich die Basis da komplett auseinanderbauen und dann vielleicht noch Ressourcen sammeln. Was? Ja. Ich helfe dir jetzt, die Basis da wieder auseinanderzunehmen. Nachdem ich unsere Basis hier endlich dann zu Ende gebaut habe. Die sieht diesmal wieder ganz anders aus als vor. Hä? Scheiße. Wo ist der Eingang? Warum leuchtet es hier unten? Ah. Oh, nicht schlecht. So, jetzt kann ich jetzt mal weiterbauen. Das hat diesmal den Vorteil, das Ding hat einfach nur einen Raketenwerfer auf dem Dach. Fertig. Das ist auch schon mal super. Das ist doch schon mal ein guter Anfang. So, das da muss ich noch wegbauen. Wunderbar. Wir wollen ja ein rundes Haus haben, oder? Vielleicht ein bisschen. Vielleicht ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Mal gucken. Schwebt aber in der Luft. Schweige denn, wo ist denn hier ein bescheidener Eingang, ey? Gut, so, dann komme ich jetzt zu dir. Ich habe nämlich jetzt gerade das Eisen in Produktion gegeben. Ich habe zwar nichts zu essen mit, gar nichts, aber passt. Ich hoffe, du hast genügend zu essen mit. Ich habe einen Corn Dog. Bist du jetzt eigentlich da zu dem Lager oder in das Schiff? Ich bin im Kraftwerk. Haben sie jedenfalls auch gut. Ich finde noch keinen Eingang. Ja, warte, ich mach dir gleich einen. Musst du doch auf mich warten. Weil nicht vergessen, ich habe das Werkzeug. Das Werkzeug. Ah, bin drin. Ach, verdammt. Toll. Wow. Er nimmt mir den ganzen Spaß weg. Was denn? Da bitte rein? Ach, das Ding hat noch einen Stock oben drüber. Oh, nicht schlecht. So. Du hast schon gesehen, dass da jetzt gerade zwei riesengroße Schiffe auf dich zukommen. Was? Irgendwie scheinst du die doch wütend gemacht zu haben. Was für Schiffe? Ach, nix. Oh. Cool, ich falle hier gerade langsam den Berg runter. Ich brauchte einfach nur stehen bleiben und der hat sich trotzdem bewegt. Ach, verdammt. Das Essen. Ich habe ja gehört, Essen ist wichtig, ne? Ah, geht doch. Sturmgewehr. Pistole. Raketenwerfer. Ach, wenn man isst, kriegt man ja auch. Ah, kriegt man auch Ausdauer. Ah. Box. Die sind leider alle leer. Gut. Ist da sonst noch irgendwas vielleicht so zum Abbauen oder so? Mm-mm.
So. Ach, hier hast du die erste Drohne erwischt. Okay, ich sehe gerade, wo du warst. Munition, yay. Ah, zu essen hast du nie was mitgenommen, ne? Ich habe für dich im Notfall, wenn du brauchst, noch eine Notration. Ja, sowas nimmt er mal gleich mit. Ja, Notration, die nehmen wir mal mit. Genau. Ne, ich meinte jetzt eigentlich so... Für dich selber. Ich bin satt. Warte mal. Aber ich werde mir eh nach der Aufnahme noch was richtig Leckeres gönnen. Ich werde mir da Mozzarella-Sticks machen, richtig schön. Mm, und dazu diese Tomatensauce, ich weiß nicht, ob du die kennst. Hör auf, von Essen zu reden. Wobei ich auch am Überlegen bin, mir vielleicht eine Pizza oder so zu machen. Hm, keine Ahnung. Ich bin schon jetzt bei der abgestürzten MS Titan, ne? Ja, ich habe hier durchgelootet, hier gibt's nichts mehr. Deswegen bin ich auch gleich zum nächsten. Oh, da kommt schon die erste Drohne. Ich hab's schon. Ich freue mich ja so. Oh, aber die Titan ist diesmal nicht so klein. Die letzte war auch nicht klein. So. Wo kam jetzt der Raketenschuss her? Das war ich. Ich hab den Raketenwerfer da oben weggeballert. Oh cool, jetzt hat das auf dich abgesehen. Also wenn du Raketenwerfer schießen, kannst du auch nicht, oder? Na egal. Lass mich raten, du lootest die wieder. Natürlich. Was er schnell kann, ist looten, Leute. Das kann er definitiv. Boah, Sniper. Alter, ist das Schiff riesig. Oh, jetzt kann ich dir auf 1 Kilometer Entfernung den Scheitel ziehen. Ja, und ich bin im Raumschiff gleich drin. Ist das Ding riesig. Aber auch hier wieder, man muss eine Etage runter. Ah! Okay, jetzt weiß ich jedenfalls, das ist wie beim letzten Mal, als wir da unterwegs waren, nur das ist diesmal hier. Boah, geil. Was drin? Ach, nix. Ist nix drin. Bist du ja sicher? Ja. Glaube ich dir immer nicht. Doch. Ich bin mir total sicher. So sicher wie Bohnensuppe. Jetzt können wir die aber endlich mal richtig komplett leer looten. Mal sehen, was hier ist. Wow. Hast du die 4 hier hinten schon? Oh, ja, die habe ich schon, aber ich habe ja ein ganzes großes Riesenlager gefunden. Hier sind haufenweise Kisten nebeneinander. Ich weiß nicht, ob du siehst, wo ich bin. Ah doch, er sieht es. Die sind alle nur relativ leer. Ja, ich habe das schon ausgelootet, das ist der Grund. Okay, ist hier noch was? Ah, das Boden. Die Frage ist, ob es unter dem Boden noch weitergeht. Wie groß ist denn das Raumschiff? Das ist jetzt hier wirklich mal interessant zu sehen. Ach, guck mal auf der anderen Seite. Leer, leer. 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 Jo, ich glaube, dann gibt's ja nichts mehr. Kann man die Kisten vielleicht... Warte mal, wenn ich die abbauen kann, kriege ich die ja mit? Kann ich die mitnehmen? Eigentlich wiederverwerten? Nö, schade. Hm, aber hier muss doch noch irgendwo was sein. Irgendwo ist hier... Guck mal, das Raumschiff ist... Normalerweise ist es doch geradeaus gebaut, ne? Und nicht so schräg. Ich mach mit dir eine Wette. Hier hinten ist noch was. Würde ich mit dir glatt wetten. Oder? Na dann. Ich guck mal.
Ja, ey, weißt du, wie tief das hier noch nach hinten geht? Werden wir gleich sehen. Ja, Corti, da muss noch was sein. Aber definitiv, ich bin ja eine Etage jetzt über dir. Und da ist auch noch so viel an Erde drauf. Also wenn da jetzt nichts ist, dann keine Ahnung. Ich komme dir mal entgegen, ne? Ich weiß zwar nicht, wo du bist, aber ich komme dir mal entgegen. Hier sind Lüftungsschächte. Und noch viel, viel mehr. Ich komme leider nur nicht weiter runter. Hat das auch irgendwann mal ein Ende? Nee. Wenn du das komplett ausgräbst, dann hast du wirklich. Dann hast du, Bin glaube aus. ich, richtig Spaß. Wie lang ist die dann noch? Also ich bin hier gerade auf so einer Art Kommandobrücke anscheinend. Irgendwie sowas ähnliches, weil hier sind auch Leitern oder Treppen. So, ich kann jetzt erstmal zu dir kommen, weil ich jetzt gleich auf deiner Höhe bin. Gut, liebe Leute, ob wir dieses liebe nette Schmuckstück jemals weiter ausgraben werden, beziehungsweise was wir hier finden werden. Hast du was gefunden? Nö, Ach aber. so. Und ja, ob zwischendurch ein Update erscheint oder nicht, das erfahrt ihr natürlich dann bei Empyrion selber. Wir werden jetzt noch zwei Folgen weitermachen. Was? Oder willst du aufhören? Komm auf die Uhr. Oh, okay. Ha! Gut, also, ob es ein Update gibt oder nicht, keine Ahnung. Wir werden aber die Welt erstmal noch definitiv weiterspielen. So, drücken wir es so aus. Es Ja, sei denn, wir das auf müssen jeden Fall. resetten. Ja? Und ob ich den Corti jemals auf der anderen Seite sehen werde, weiß ich jetzt gar nicht. Oh, doch, Corti. Hä? Glaube, ich bin am Ende. Wo bist du? Wo hast du denn gegraben? Ach so, ich habe links von dir gegraben. Hä? Ich habe in der Richtung hier gegraben, in der hier. Gut. Wie das Ganze weitergeht, wie gesagt, seht ihr in der nächsten Folge. Ich bedanke mich jedenfalls ganz herzlich fürs Zuschauen und sage wie immer, ich bin euer Tro. Wir bauen jetzt noch ein bisschen weiter. Haut rein. Tschö, tschö. Gehabt euch wohl und tschüss.